Dabei. Vom Dach aus haben wir bestimmt eine bessere Sicht. Da, dort hinten neben dem Pfeiler ist der Bahnhof, Cloud. Was ist? Gehen wir? Ja. Hier ist wenigstens endlich mal es nicht so proportional komisch. Weil man ist so in der Kirche drin, im Original, und dann kommt man raus und dann, die Kirche ist einfach mal so winzig, ne? Im Verhältnis zu unseren Charakteren. Und was hast du jetzt so vor? Fürs Erste beschütze ich dich weiter. Das hatte ich gehofft. Und danach gehe ich in die Slums von Sektor 7 zurück. Kennst du denn den Weg dorthin? Klar. Ach, wirklich? Dieser Typ in dem Anzug vorhin, der gehörte doch zu Shinra's Turks. Was wollen die denn von dir? Keine Ahnung. Vielleicht suchen sie Rekruten für Soldat. Sowas machen die Turks doch, oder? Das ist nur ein Teil ihrer Aufgaben. Ich hoffe ja, dass sie sind auch Shinra's Leute fürs Grobe. Die Story noch mal wieder was dazwischen packt und nicht gleich alles wieder so zurück zu meiner Frage. Was hat jemand wie du mit so einem Kerl zu schaffen? Sofort hintereinander. Als kanntet ihr euch. Keine Ahnung. Vielleicht wollen sie ja mich für Soldat rekrutieren. Vergiss es. Hey, nicht eingeschnappt sein. Aber wie sie auch wirklich immer die gleichen Sachen antworten und sagen wie damals. Dieser Ausblick. Ehrlich gesagt, bin ich heute zum ersten Mal hier oben. Das überrascht mich nicht. Also, ich finde das Ganze ja unheimlich spannend. Das lässt irgendwann nach. Alter, das sieht ja das Ding mal. Oh, ich freue mich schon in das Shinra-Gebäude. Warte, auf das Shinra-Gebäude müssen wir doch bestimmt auch hinkommen. Oder? Hallo. Jetzt renn doch nicht die ganze Zeit vor. Ich komme ja gar nicht hinterher. Selbst das bauen hier ein. Wie süß. Fies bist du auch. Das ist so... Oh, diese Nostalgie. Ah. In diesem Viertel eigentlich niemand? Die Häuser sind alle verlassen. Wir stören niemanden. Die ist ja völlig verrostet. Lass mich vorgehen. Die Leiter ist ziemlich alt. Pass auf.
Ja, ja. Huch. Vorsicht. Jetzt bleib mal locker, Cloud. So leicht falle ich schon nicht runter. Oh nein. Ah. Komm her. Oh, man sieht die Kirche von hier aus. Und den Weg da unten. Hab ich mich erschrocken. Vielen Dank, Cloud. Sieh mal, der Wall. Also, ich schaue mir erstmal die Gegend mal an. Hallo, was zum... Boah, ich genieße erstmal die Aussicht. Ich muss erstmal Screenshots machen. Sorry, aber das ist einfach zu gut. Wann hat man schon mal so eine Aussicht? Einmal wäre ich fast nach draußen gegangen. Hab's am Ende aber doch gelassen. Ist auch viel zu gefährlich. Ich habe gehört, dass die Welt außerhalb von Midgar grün und voller Tiere sein soll. Manchmal frage ich mich, ob ich an so einem Ort überhaupt leben könnte. Vielleicht nicht. Die Slums machen mir nichts aus. Ich lebe sogar gerne hier. In dieser Stadt bin ich zu Hause. Die Leute in den Slums sind so stark. Die lassen sich nicht unterkriegen, obwohl sie allen Grund dazu hätten. Ihr Lebensmut ist richtig ansteckend. Ich muss hier alles screenshotten. Es tut mir leid. Ich will hier nicht mehr weg. Es ist einfach zu gut gerade. Wahnsinn. Dieses Mal gehe ich aber vor. Du versuchst sonst nur wieder, mich abzuhängen. Schaffst du das auch? Mit Links und Fieber. Siehst du? Wozu brauche ich dich eigentlich? Ich gehe einfach vor und lass dich zurück. Hoppla!
Weniger reden, mehr konzentrieren. Dann erzähl du doch zur Abwechslung mal was, Cloud. Gehört nicht zum Job. Langweiler. Nicht fallen, Eris. Ganz vorsichtig. Du kannst das. Mach mir nicht mehr Arbeit. Ich zuerst. Okay. Okay, let's go. Woohoo! Ich werde, glaube ich, öfters im Spiel screenshotten. Also, es ist einfach... Ah. Diese Nostalgie. Schaffst du das? Natürlich. Schon wieder gerettet. Mit dir wird es echt nicht langweilig. War das ein Kompliment? Sarkasmus. Gewöhn dich besser dran. Eris! Beigetreten, yay! In der Nähe des Bahnhofs von Sektor 5. Komischerweise tummeln sich hier recht viele Ungeheuer. Na, sieh mal, wer hier wieder einen auf besonders cool macht. Ich kenne mich mit diesen Kreaturen einfach nur aus. Du. Wir sind jetzt in Sektor 5 in den Slums. Haha, guckt euch mal an, wo wir überall schon waren. Das Lustige ist, oder das Interessante ist, Square Enix hat gesagt, dass man auch zu den Sektoren kann, wo man noch nicht war. Naja, bis jetzt haben wir wirklich nur Sektor 7 Stadtzentrum und Sektor 8 Stadtzentrum besucht. Aufträge. Abgeschlossen. Ja, ich hoffe, dass da noch mehr kommen. Bestimmt kann man sich irgendwann nicht mehr vor Aufträgen retten. Aber das Spiel geht ja jetzt schon eigentlich ziemlich lang, ne? Und ich muss Eris noch hier Materie geben, ne? Ah, bis jetzt nur 5. Aber ich weiß jetzt, wie ich das ungefähr mache. Und am besten geht das ja mit Barrett. Aber ich glaube auch mit Tifa geht das ziemlich gut. Aber mit Cloud? Ich weiß nicht. Muss ich vielleicht... wahrscheinlich muss ich...
Wir bekommen auf jeden Fall den ATB-Boost. Elite-Sturmgardist habe ich noch nicht. Wilder Wachhund. Das ist der, eine da, ne? Laserkanone habe ich noch nicht. Gongada-Kommandeur und was, Skorpion? Wie soll ich die ja auch analysieren, ne? Erstmal modifiziere ich. Im Wachstab. Andere Rüstung kann ich ihr ja noch geben. Aber die hat, glaube ich, schon was. Warte mal. Die hat nur. Warum hat die nur zwei? Warte mal. Das Ding ist schon eine hohe Stufe. Es ist auch Stufe 3, aber es hat. Nur zwei Kerne. Boah, das kostet ja schon 10 hier. Das ist das Wichtigste von allen. Und sie aufs Maximale zu pushen. Überschallfäuste, yo! Hä? Ach, Gegner schocken muss er. Was mache ich mit anderen Charakteren? Oh, jetzt verstehe ich. Und den Schockschuss, den brauche ich schon. Er ist geil, aber.
Vision. Du, meine Liebe, kriegst Kaktor. Gebet. Interessant. Dann braucht die auch kein Heilen. Ich nehme ein paar Engel. Das passt auch zu ihr. Das klaue ich mal eben. Frost, Vision. Wollen wir dann weiter, Aerith?